Dann mal herzlich willkommen bei Endboss TV und beim saftigen Knu, was hier bei mir ist. Hallihallo. Hi. Und zwar haben wir uns gedacht, wir machen mal ein ganz neues Format und das habe ich einfach mal den Knu-Boss Talk genannt. Schön vermischt von unseren beiden Namen. Ja. Und, und da reden wir über Verschiedenes, nämlich einmal auf Endboss TV wird dann auf jeden Fall alles rund ums Thema Gaming hochgeladen und was dazugehört. Kann auch dann Thema YouTube sein, Twitch und so weiter, Social Media. Und ja, und dann gibt es aber auch so Social-Themen, die werden dann beim saftigen Knu hochgeladen. Das verlinke ich dann natürlich. Und ja, und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal mit dem ersten Knu-Boss-Talk-Thema. Und ist gleich ein sehr, sehr interessantes Thema, was ich gleich mal als Frage an dich weitergebe. Und zwar, haben es Frauen leichter auf YouTube, beziehungsweise wenn sie streamen? Ja, also das ist so eine Sache. Ich habe auch vor kurzem COD mit ein paar Leuten gespielt und da kam halt auch direkt die Aussage wieder, ja, ihr Frauen, ihr habt es ja so viel einfacher. Ist ja klar, dass du jetzt schon mehrere Abos hast als andere. Einerseits stimmt's, als Frau baut man wahrscheinlich schneller eine Community auf. Als Frau hat man auch auf Twitch wahrscheinlich schneller mehr Zuschauer als jetzt ein Mann. Was aber mittlerweile auch schon sehr schwierig ist. Aber, und das ist das große Ding, da viele Frauen ihr Geschlecht schon teilweise auch ausnutzen, wie wir es alle aus Twitch kennen, mit Tittenstreamer, wie man es ja immer benutzt, den Begriff, oder halt eben auch Frauen, die dann halt damit nur Geld machen wollen und dieses Gaming an sich gar nicht lieben, ist es halt schwer für andere Frauen, die halt wirklich seit langer Zeit zocken, die viele Spiele spielen, die in dem Spiel gut sind, sich durchzusetzen. Und da haben wir wieder den Punkt. Ich als Frau fühle mich zum Beispiel eingeschränkt, LOL zu spielen, also League of Legends, jetzt in Twitch zu spielen, ohne Probleme. Oder Call of Duty würde ich zum Beispiel lieber viel öfter spielen. Ich spiele es aber nicht öfter, weil ich dadurch eine Community aufbaue, die so negativ gegenüber Frauen eingestellt sind, halt gerade auch, weil sie eben diese anderen Frauen immer live sehen oder League of Legends, wo du hast direkt diesen Stempel drauf, ach, schon wieder eine, die seit einer Woche jetzt Games spielt, denkt, ich hock mich jetzt hin, spiel LOL, zeig ein bisschen Ausschnitt und mach Kohle. Das ist schon mal die erste Einschränkung. Ja, die zweite Einschränkung ist für mich, dass viele einen überhaupt nicht ernst nehmen als Frau, die Games zocken. Die denken halt alle direkt zu den Schemata, ah ja, wieder eine, die irgendwie Geld will. Ist Bullshit. Ihr wisst alle, ich spiele seit ich 6 Jahre alt bin viele Spiele. Ich liebe den Bereich, habe auch meine Masterarbeit und Bachelorarbeit auf dem Bereich begrenzt. Und ich finde es einfach unfair, dass eben jede Frau diesen Stempel drauf bekommt. Der dritte Punkt ist, wie sieht's aus mit Pushen und sonstige Dinge? Ich will jetzt hier, wie gesagt, keine Namen nennen, aber ich habe viele unmoralische Angebote von YouTubern sowie Streamern bekommen. Und sobald sich als Frau irgendwie ein Türchen öffnet, wo man sagt, boah, cool, das könnte dann jetzt voranbringen, ist meistens hinter dieser Tür ein unmoralisches Angebot, was auf einen wartet. Und ich passe deswegen auch sehr auf, mit wem ich aufnehme mittlerweile und habe teilweise echt schon, was ich schon erlebt habe, also man darf ja wie gesagt keine Namen nennen, aber du weißt ja, was für Personen ich jetzt anspreche, ich habe es dir erzählt. Naja. Also lass Endboss in Ruhe, der erzählt euch das nicht. Aber dass quasi Leute... Was für 1 Million Euro? Ja, dass Ruf Leute, an. Dass Leute dir versprechen, ihr Manager zu sein und dir die größten Sachen vom Himmel lügen, nur... in der Hoffnung, dich ins Bett zu kriegen, obwohl sie wissen, du bist vergeben. Und auch so Angebote wie, hey, lass aufnehmen, danach ficken. Also da denke ich mir, was für ein Arschloch bist du eigentlich? Ohne Witz. Ja, und das halt teilweise dann von großen YouTubern oder Streamern, wo man sich halt denkt, ey, was denkt ihr denn, wer ihr seid, nur weil ihr halt Reichweite habt? Also. Ja, vor allem, ich erzähle es ja auch immer in Endboss. Ich weiß noch, ich habe dir das damals alles immer direkt erzählt. Du warst ja dementsprechend auch geschockt. Wo ich mir halt auch wirklich denke, das sind halt die Nachteile. Und ich wünschte mir manchmal, in manchen Momenten wünschte ich mir, ich wäre in dem Bereich, jetzt nicht irgendwie, ich will jetzt ein Kerl sein, aber in dem Bereich ein Typ, weil dann hätte ich in den Sachen einfach mehr Ruhe. Und wenn tatsächlich mal einer mit mir aufnehmen wollen würde, dann wäre es ohne Hintergedanken. Und ich spreche jetzt wirklich nur von YouTube und Twitch, von Jobs und sonstigem Shit, spreche ich jetzt nicht, da ist es ja teilweise noch ätzender. Ja, und ja. Ich spreche auch nicht nur für mich, ich habe mit genug anderen Frauen gesprochen, denen es halt eben genauso geht. Und immer dieses, ja, ach, eine Frau, ach, ja, haha, hast du WLAN in der Küche oder ach, geh mal in die Küche. Diese dummen Sprüche machen mich halt langsam auch einfach aggressiv, es nervt. Teilweise sind die Kids ja so jung, dass, die wissen ja gar nicht, dass ich jetzt schon 28 bin. Da denke ich mir immer, Mensch, Kerle,
wenn es dumm gelaufen wäre, könntest du mein Sohn sein, also halt's Maul. Wenn es dumm gelaufen wäre, ja. Und das sind halt einfach so Dinge, die nerven mich. Und da muss ich sagen, ich weiß nicht, ob man sagen kann, eine Frau hat es schwerer. Und ich würde sagen, allgemein hat es vielleicht eine Frau im Wachstum einfacher. Aber um anerkannt zu werden, hat es eine Frau allgemein schon schwieriger. Weil ich, wie gesagt, auch damals nach dem Host von Monte mir dumme Sprüche anhören musste. Direkt sexistisch geworden oder meine Kommentare. Ihr seht ja an YouTube immer nur die Oberfläche der Kommentare. Ihr seht ja nicht das, was ich an Worten gesperrt habe. Da stehen schlimme Sachen drin. Das ist so meine Meinung dazu. Ich würde sagen, Frauen haben es im Bereich Wachstum vielleicht etwas einfacher heutzutage, aber auch nicht mehr, wenn ich sehe, wie viele Streamerinnen es gibt. Ja, das ist der Punkt. Ich glaube halt wirklich so im Bereich so ein paar hundert Zuschauer oder vielleicht bis zu 1000 Zuschauer kommen Frauen halt relativ schnell hin, gerade wenn sie halt so auf Ausschnitt gehen oder sowas. Ja, ja, definitiv. Natürlich haben sie es dann leicht, zu einer bestimmten Größe zu kommen, wo sie dann bestimmt auch viele Donations reinbekommen und ein bisschen Geld mitmachen können, das vielleicht ausnutzen. Aber wenn man sich jetzt halt eben anschaut, da hatten wir ja auch schon oft das Thema privat, wo sind denn die großen Streamerinnen auf YouTube? Also die ganz großen. Ich meine sogar Pandoria oder so, die jeder kennt, die hat ja wirklich jetzt keine Größe wie jetzt eben ein Kronk oder ein Hand of Blood oder was weiß ich was. Die hat ja auch nicht mal eine Million. Also nicht mal in Anführungszeichen, das ist ja viel. Aber trotzdem, es gibt ja mittlerweile ganz, ganz viele Millionen YouTuber und das sind im Gaming-Bereich fast alles Männer. Ja, das stimmt. Also im Amerikanischen ist es die I Has Cupcake, die hat auch relativ viel, aber das war's dann auch. Und ich glaube, das merke ich zum Beispiel, wenn ich COD spiele, direkt kommt, du spielst für eine Frau, aber gut. Was soll denn das dieses für eine Frau? Was ist denn das für eine Differenzierung? Was ist das für ein dummes Geschwätz? Oder dann versagst du mal eine Runde, du bist schlecht, hör auf, das zu spielen. Ja. Das sind halt einfach Sachen. Und vor allen Dingen, weil mittlerweile im E-Sports-Bereich, wenn du da mal auf die Meisterschaften guckst, gerade im Shooter-Bereich sind ganz oft auch Frauen dabei, auch im Arcade-Bereich. Gerade diese koreanischen Meister da, Tekken und Street Fighter, sehe ich auch immer wieder Frauen, die beim Weltmeisterschaften dabei sind. Weniger jetzt bei, interessanterweise bei LOL, obwohl da ja immer hier die ganzen Titten-Streamer am Start sind, aber bei LOL sind es wirklich meistens Männer in den Teams. Ja. Ja, aber so in anderen Bereichen ist es ja mittlerweile komplett durchmischt, von daher ist es echt total unverständlich. Das stimmt. Deswegen, Leute, wie gesagt, ich weiß euch alle zu schätzen. Ich weiß zu schätzen, dass ihr mich unterstützt und mich auch schätzt, dass ich eben keine Titten zeige, meine Donations nicht für mich ausgebe, sondern für Verlosungen. Und da möchte ich auch nochmal Dank an euch sagen für die ganze Unterstützung. Und ihr wisst ja, wie schwer YouTube und Twitch in Kombination mit dem Job ist und allem. Und ich mache das jetzt auch schon eine ganze Weile. YouTube seit 2 Jahren, Twitch jetzt seit fast über einem Jahr. Und Dankeschön und sagt mal eure Meinung dazu. Ich sag auch, es gibt auch viele Frauen, die es nicht tun, aber uns wird es halt erschwert durch die Viber, die es halt eben machen, weil man halt direkt mit allen in einen Topf gesteckt wird. Das ist etwas anstrengend. Also überlegt nächstes Mal, falls ihr so ein Kandidat seid, der Frauen gern oder allgemein Menschen Dinge gegen den Kopf knallt, von denen er keine Ahnung hat, mal drüber nachzudenken, wie das für uns ist. Und genau, dann bedanke ich mich bei der Endpussy, nein, beim Endboss. Und lasst ihn auf jeden Fall ein Abo da, schaut bei ihm vorbei, schaut auf jeden Fall das Video an, was wir zusammen gemacht haben. Ist auch ein mega interessantes Thema, ich möchte nicht zu viel verraten. Und Dankeschön fürs Zuhören und auch allgemein immer fürs Unterstützen, wenn ich dich wieder belästigen muss mit, guck mal, was der geschrieben hat, ich komme darauf nicht klar. Also ist doch, dafür sind Freunde da, ist alles gut. Ist doch klar. Mach ich ja nicht anders. Ja. Ja, was man natürlich auch dazu sagen muss, natürlich haben auch Männer Nachteile, was das Ganze angeht, denn gerade wenn es halt darum geht, groß zu werden, ist es für Männer, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Aber der Vorteil ist natürlich, wenn sie groß werden, du hast halt weniger Assis, die irgendwas mit willst du ficken oder sowas in die Kommentare schreiben. Das heißt, du hast es dann im Schnitt, ja, es gibt immer Unterschiede, aber einfacher mit der Community, wobei man sagen muss, deine Community ist ja auch wirklich super. Und ich bin mit meiner Community auch super zufrieden und habe ganz wenig Assis da drin. Eigentlich gar keinen, also keinen, der wirklich immer wieder dabei ist. Und ich muss da auch dazu sagen, jeder macht sich halt auch die Community selbst, egal ob männlich oder weiblich, mit seinem eigenen Verhalten. Das sieht man immer wieder. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Leute, die ich gerne schaue, die wirklich vernünftig sind, die haben auch eine vernünftige Community im Kern. Klar, wenn die jetzt riesig groß sind, da sind auch immer ein paar Assis dabei, kannst du nicht verhindern. Aber trotzdem, das ist wirklich so eine Sache, das ist, glaube ich, ein bisschen unabhängig. Und was man natürlich auch sagen muss, wo auch Männer dann mal Nachteile haben, ist, wir hatten es ja gerade vorhin vom Thema Furzen im Stream. Und wo du dann gesagt hast,
Ja, ist mir egal, hau ich auch mal raus. Und ich da, mir das halt voll peinlich wäre, wo ich halt auch so denke, wenn du als Mann halt, also klar gibt auch Männer, die rübsen und furzen im Stream und so, aber dann bist du eher so der Assi oder dann habe ich dann oft schon gelesen, ey du Assi oder was auch immer. Und bei Frauen ist es dann eher gleich süß. Wo ich dann so denke, warum ist es bei Frauen jetzt süß und bei Männern ist es Assi, was ist da los? Ne, das ist dann auch wieder so ein anderes Thema. Aber ja, hat halt alles Vor- und Nachteile, würde ich sagen. Das stimmt, aber manche reagieren da auch ganz aggressiv drauf. Also ich habe auch schon ein paar Sachen versucht, die jetzt Männer locker machen können und als Frau kommt es direkt billig und asozial rüber. Ja, Das ist genau. halt auch immer so eine Sache. Und viele finden es auch eklig, wenn eine Frau furzt, aber mir ist es scheißegal. Das ist normal. Also Leute, Frauen kacken und furzen auch. Ja, eben, ist auch nicht anders. Ja, und dann würde ich sagen, Nein. haben wir das Thema doch ganz gut abgesteckt in einer relativ humanen Zeit. Und jetzt würde ich einfach mal sagen, schreibt mal in die Kommentare, was ihr dazu meint. Haben es Frauen leichter? Haben es Männer leichter? Seht ihr das genauso wie wir? Oder habt ihr vielleicht noch ein paar Sachen dazu zu ergänzen? Also schön in die Kommentare reinhauen und bitte auch den Kanal vom saftigen Knu abchecken. Da kommen immer ganz viele tolle Videos, natürlich auch rund ums Thema Gaming und auch ihren Twitch-Kanal. Und sie streamt immer abwechselnd auf Twitch und YouTube, also da auch mal reinschauen. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Einschalten mal wieder und ihr wisst Bescheid, immer schön weiterzocken und danke ans Knu. Dankeschön. Tschüssi. Ihr Pussis. Okay, sehr gute Einleitung. Ich würde dann da nämlich ganz kurz einen Cut machen, würde kurz noch meine Einleitung machen, wenn es okay ist. Ja, genau, Okay. dann richtig, das ist eine gute Idee. Genau. So, ready? Ja. Okay. So, hallo ihr kleinen Fickfotzen und willkommen. Nein, Quatsch. Perfekte Einladung. Einleitung. Das kommen die Outtakes. Genau. Das will ich bitte haben. Okay, mach ich. Du schickst mir eh die ganze Datei. Mach ich.